kennst du schon den Weimaraner? Heute zeigen wir dir alle Fakten und verraten dir alles Besondere über diese Rasse. Willst du in Zukunft keine Hunderasse mehr verpassen? Dann abonniere jetzt unseren Kanal und entdecke jede Woche eine neue Rasse. Der Weimaraner ist die älteste deutsche Vorstehhunderasse. Der Weimaraner fällt sofort durch seine stolze Haltung und sein silbriges Fell auf. Mit der Zeit wurde der Hund nicht nur bei Jägern beliebt. Charakter und Merkmale. Der Weimaraner ist ein Jagdhund. Bei der Jagd geht er intelligent, gründlich und auch selbstständig vor. Sein Jagdinstinkt ist vor allem auf Raubwild und Raubzeug ausgelegt. Auf Kommando kann er Wild selbstständig aufspüren. Sollte er nicht als Jagdhund verwendet werden, muss er eine anderweitige Aufgabe finden. Der Weimaraner braucht eine feste Bezugsperson. Manche halten ihn deswegen für Familien ungeeignet. Nach deren Meinung ist er ein Einmannhund. Er hört nur auf sein Herrchen oder Frauchen. Andere Familienmitglieder werden höchstens toleriert. Andere Meinungen heben sein sensibles und lernwilliges Wesen hervor. Der Weimaraner ist äußerst menschenbezogen und sehr anhänglich. Bei guter Führung wird er zu einem loyalen und gehorsamen Begleiter. Mit der richtigen Erziehung und früher Sozialisierung soll er sich auch als Familienhund eignen. Fremden gegenüber ist er eher misstrauisch. Du musst ihm Zeit geben, damit er sich an fremde Menschen gewöhnen kann. Wegen seines ausgelassenen Temperaments reagiert er aber nicht aggressiv auf sie. Gleichzeitig ist er auch ein sehr territorialer Hund und besitzt einen ausgeprägten Schutztrieb. Ohne zu zögern, wird er seine Familie verteidigen. Die Meinungen darüber, ob der Weimaraner wirklich auch als Familienhund geeignet ist, gehen auseinander. Klar ist, dass immer mehr Menschen sich für diese Hunderasse interessieren, die keine Jäger sind. Der Weimaraner ist eine kräftige Hunderasse mit einer sehnigen und hervorstehenden Muskulatur. In Deutschland wird der Weimaraner vor allem bei der Vorstehjagd eingesetzt. Bei der Jagd geht er ausdauernd und mit einem kontrollierten Temperament vor. Er ist vielseitig veranlagt, weswegen du ihn auch für viele andere Arbeiten einsetzen kannst. Mit den richtigen Hundesport- und Ausbildungsmöglichkeiten kann der Weimaraner gut beschäftigt werden. Er interessiert sich auch für die Dummyarbeit, das Mantrailing und die Fährtensuche. Die Arbeit muss dabei körperliche wie auch geistige Aspekte umfassen. Die Intelligenz des Weimaraners darf bei der Beschäftigung nicht vernachlässigt werden. Die richtige Ernährung. Da der Weimaraner zu den größeren Hunderassen gehört, braucht er als Welpe viel Energie. Gleichzeitig kann eine Überversorgung von Energie zu einem falschen Wachstum führen. Erreicht er sein Endgewicht früher als vorhergesehen, dann wird er womöglich im ausgewachsenen Zustand mehr wiegen als normal. Ist sein Skelett nicht stabil genug, kann das zu Problemen führen. Daher sollte sich die Fütterungsmenge am aktuellen Gewicht und am erwarteten Endgewicht orientieren. Die Ernährung sollte viele Mineralstoffe enthalten. Vor allem Kalzium, Phosphor, Spurenelemente und Vitamine helfen ihm beim Wachstum. Ein Welpenfutter für große Hunderassen ist am besten geeignet, den Weimaraner beim Wachsen zu unterstützen. Die Fütterungsmenge beim Welpen sollte über den Tag proportional verteilt werden. Der Weimaraner neigt dazu, die Nahrung schnell herunterzuschlingen. Kleinere Fütterungsmengen verhindern eine Magendrehung. Frisches Wasser gehört ebenfalls dazu. Ist der Weimaraner ausgewachsen, erhält er Futter für erwachsene Hunde. Achte darauf, wie viel du ihm jeden Tag gibst. Weimaraner sind sehr verfressen und können schnell an Gewicht zulegen. Unter Umständen solltest du die Futtermenge verringern, wenn er an Gewicht zulegt. Ein hochwertiges Hundefutter enthält die richtige Mischung aus Protein und Fettgehalt. Auch der erwachsene Hund sollte lieber mehrmals am Tag gefüttert werden. Außerdem sollte er nach dem Essen lieber ruhen. Das vermindert ebenfalls das Risiko einer Magenumdrehung. Allgemein handelt es sich beim Weimaraner um eine sehr robuste und gesunde Hunderasse. Die Pflege. Während der Weimaraner bei der Erziehung sehr anspruchsvoll ist, ist die Pflegebedürftigkeit sehr gering. Gerade die kurzhaarigen Weimaraner müssen nur ab und zu gebürstet werden. Damit das glänzende Fell erhalten bleibt, reicht es aus, ein- bis zweimal pro Woche zu bürsten. Die langhaarigen Weimaraner müssen etwas öfter gebürstet werden. Besonders wenn er Unterwolle aufweist, ist beim Fellwechsel tägliches Bürsten angebracht. Abgesehen davon stellt auch die Pflege der seltenen langhaarigen Weimaraner keine Probleme dar. Die Hunderasse muss nur selten gebadet werden. Bei der Pflege sollten die Hängeohren nicht vernachlässigt werden. Durch die herabhängenden Ohren können Entzündungen und Infektionen entstehen. Daher solltest du die Ohren regelmäßig kontrollieren und säubern. Passendes Zubehör.
Ein Weimaraner freut sich wie jeder andere Hund über ein Leckerli, welches auch bei der Erziehung eingesetzt werden kann. Nur solltest du darauf achten, dass die zusätzlichen Leckerlis ihn nicht zu dick machen. Weimaraner werden des Apportierens niemals müde. Es liegt ihnen im Blut. Während eines Spaziergangs kannst du mit ihm immer das Apportieren üben. Gegen eine Belohnung lässt er den Gegenstand auch gerne wieder los. Herkunft und Geschichte. Bis heute ist die Entstehung des Weimaraners nicht gänzlich geklärt. Die ersten Erwähnungen datieren in das 19. Jahrhundert hinein. Der Name stammt vom Weimaraner Hof, an dem der Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach den Hund damals hielt. Hunderassen, die dem Weimaraner von der Beschreibung her ähneln, soll es schon im 12. Jahrhundert in Frankreich gegeben haben. Eine direkte Abstammung lässt sich nicht nachweisen. Eine andere Theorie geht davon aus, dass der Weimaraner von St. Huberts Hund abstammt. Demnach kreuzte man diese Hundeart mit arabischen Windhunden. Es ist auch möglich, dass der Weimaraner vom deutschen Vorstehhund abstammt. Im 19. Jahrhundert wurde der Weimaraner rund um Weimar als Jagdhund gehalten und gezüchtet. Eine planmäßige Züchtung begann 1890. 1897 gründete sich der Thüringische Verein zur Reinzucht des silbergrauen Weimaraner Vorstehhundes. Der Verein züchtete den Hund nach einem einheitlichen Standard. Seit der Gründung des Vereins wurden keine anderen Rassen mehr eingekreuzt. Die besondere Jagdeignung der Rasse wurde 1935 festgestellt. Jetzt möchten wir deine Meinung wissen. Hast du selbst einen Weimaraner oder wie gefällt dir diese Rasse? Schreib es unten in die Kommentare.